Ja gut, in der klassischen Tennisstunde, ich habe zweimal im Monat Stunden gehabt. Dann geht es irgendwie bis zur nächsten Stunde, es ist immer zwei Wochen, bis man seine Resultate hat. Was vor zwei Wochen war, hat man schon wieder vergessen. Hier ist es immer schnell, sehr effizient. Innerhalb von einem, zwei Tagen bekomme ich Antwort, kann das sofort umsetzen. Das ist viel effizienter. Mein Name ist Reto Müller, ich komme aus Davos, aus der Schweiz. Ich habe seit vier Jahren die Platzreife und spiele im Moment 28,4. Ja, ich habe im Internet geschaut, was es so gibt. Habe dann sein Buch gelesen, war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil das Buch ist gratis und alles, was gratis ist, ist nichts wert. Ich habe mich dann richtig befasst, habe dann auch ein Gespräch gehabt mit Nico und das hat mich dann überzeugt, dass ich da am richtigen Ort bin. Ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich nach zwei Jahren nicht mehr weitergekommen bin. Ich habe am Anfang viele Turniere gewonnen, war immer runtergegangen. Ab und zu mal eine Stunde genommen, pro Monat vielleicht eine oder zwei. Und dann irgendwo kam ich an einen Punkt, da ging es nicht mehr weiter. Habe ich immer die gleichen Fehler gemacht, immer die gleichen Sachen nicht gekonnt. Da habe ich gedacht, ich kann das besser. Und das war der Punkt, wo ich musste ich etwas ändern. Wir haben dann gewisse Schläge probiert, dann mit Video eingeschickt. Fabian hat innerhalb von zwei Tagen Antwort gegeben, hat gesagt, das musst du so machen oder so, versuch das so. Dann die Übungen eingebaut, jedes Mal damit eine Runde gespielt und dann mit den Programmen hat er auch wieder angeschaut und das ist dann sehr effizient gewesen. Ja gut, für mich ist es jetzt noch schwierig zu sagen. Ich habe im September angefangen letztes Jahr, dann kam der Winter, da habe ich sehr wenig gespielt und jetzt fängt es dann wieder an. Aber ich habe mich verbessert, ich weiß das. Und ich habe jetzt wieder verlängert, noch einmal 9 Monate. Für mich ist das sehr gut. Mein offizielles Handicap ist im Moment 28,4. Aber mit Debrassi, was wir immer machen, sind wir sicher 4,25. Ja, ich war skeptisch, weil ich habe vorher nur mit anderen Coaches trainiert, mit Pros. Aber ich habe mich überzeugen lassen, weil er kann ja alles mir beibringen. Er muss mich nicht berühren. Und ich habe sowieso nicht gerne, wenn mich jemand berührt. Also ist es so eine einfache Lösung und sehr effizient. Ja gut, in der klassischen Tennisstunde, ich habe zweimal im Monat Stunden gehabt. Dann geht es irgendwie bis zur nächsten Stunde. Es ist immer zwei Wochen, bis man seine Resultate hat. Was vor zwei Wochen war, hat man schon wieder vergessen. Hier ist es immer schnell, sehr effizient. Innerhalb von einem, zwei Tagen bekomme ich Antwort. Kann das sofort umsetzen, das ist viel effizienter. Die Konstanz ist für mich das Wichtigste, ist eigentlich auch das Ziel, das ich erreichen möchte. Manchmal geht es ein bisschen bessere Konstanz, manchmal weniger, ist einfach eine Frage vom Training. Also ich denke schon, dass ich mehr Konstanz habe im Moment. Es wird immer besser. Dieses Coaching kann jeder brauchen, also die Anfänger bis die Fortgeschrittenen. Wir sehen ja hier auch die Teilnehmer, wenn wir in Spanien waren, da waren sehr gute einstellige Handicaps, solche mit hohen Handicaps. Das ist kein Problem, das kann jeder nutzen. Wenn man konstant spielen will, ist das Coaching sinnvoll. Und ich denke, jeder Golfer, das Ziel ist, konstant zu spielen. Wenn man das erreichen kann, das kann man auf jeder Stufe. Also diese Coachings-Events, das ist wie alle Events mit Bunker. Wir gehen zusammen, machen etwas, trifft Kollegen, trifft Freunde, kann vom einen und vom anderen lernen. Es gibt hier nur ein Thema und das ist Golf. Und das macht schon Spaß. Was ich heute mitgenommen habe, ich habe ein paar Freunde gesehen und wir sprechen über Golf und wir sprechen über die gleichen Probleme, die wir haben. Jetzt hoffe ich dann am Nachmittag mit den praktischen Übungen, mit Pitchen, Chippen, das kurze Spiel, das ist für mich entscheidend. Also ich habe mich entschieden, Online-Coaching zu machen, weil ich zu Hause nicht mehr weitergekommen bin mit meinem Pro. Ich wollte Trainingsprogramme bekommen, die man dann selber erarbeiten kann. Und das hat dann nicht so gut geklappt. Mit Fabian, das klappt dann hervorragend, weil es sind dann für jede Woche ist ein Programm. Ich mache diese Programme durch, schicke ihm die Videos ein. Und er gibt Feedback innerhalb von zwei Tagen und das ist für mich sehr effizient.